Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja alles vorbereitet und haben hier noch ein paar Robotermaschinen eingesetzt, damit die Produktion vorangeht. Und die geht jetzt mittlerweile gut voran. Also wir haben es in einer Folge geschafft, relativ viel voranzubringen. Was ist mit Kupfer? Kupfer ist auf einmal leer. Wir haben nichts mehr zum Graben. Absolut kein Problem, mein Freund. Wir haben hier genug noch in petto. Das sollte absolut kein Problem für uns darstellen. We're gonna dig everything up. So, okay. Aber jetzt sollte das hier auch ready to go sein. Jetzt können wir auf die Karte gucken, auf die Weltkarte. Und sagen hier, Schiff ist zu stark betrieben. Dammit! Ah, das sollten wir aber alles haben. Ja, wir haben 1,1k Stahl. 300 für eine Reparatur vom Schiff. Was heftig ist, dass wir 300 Elektronik 3 haben und 600 Elektronik 2. Und das nie ausgeladen. Aber unsere Lage ist voll. Ach, schön. Ach, schön. Ein schönes Gefühl ist das. Ach, das ist super fein. 12 und du produzierst. Ah, du produzierst was ganz anderes, aber du produzierst genauso viel, wie wir brauchen. Rein theoretisch müssten die Freunde hier das gut vorankriegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir verbrauchen schon wieder mehr, als das wir hier haben. Wir schalten mal den Overdrive aus. Da kommt noch was nach. Da kommt wieder was nach. Produziert der unten? Ah nee, der braucht hier drüben was zwischendurch mal. Erstaunlich, der braucht da drüben mal was. Was ist das denn? Tankstelle hat keinen Kraftstoff mehr. Dann füllt doch die Schäße noch. Bin ich in eure Mutter? Schaut Schiff aus. Schiff ist ready. Schick. Dann Wildkarte. Reparieren. Vielleicht sollten wir echt probieren, auf Wasserstoff umzusteigen. Stell dir vor, kein normales Fahrzeug mehr. Nur noch Wasserstoff. Keine Abhängigkeiten vom Öl mehr. Nada niente. Also in meinem Kopf hört sich das sehr, sehr angenehm an als Idee. Deswegen bin ich da gerade doch ein bisschen drauf versessen auch. Ah, das Lager wird auch langsam leer, voll. Lustigerweise, also die kannst du gar nicht mehr anregen, ne? Das geht nicht. Das kannst du anregen, aber die elektronischen Robotergebäude gehen gar nicht mehr. Produziert der eigentlich? Der steht voll. Weil ich hier kein Zwischenlager gemacht habe, kann das sein. Und der nicht genug vorankriegt. Oh ja, der hat eine höhere Durchbringzahl, wie ich erwartet hätte. Also nicht mal mit 2 würde ich hinterherkommen. Vielleicht muss ich da nochmal umbauen. Schau an, wie das hochsteigt wieder. So, ich will jetzt aber sehen, dass unsere Uranwerk weg. Was ist hier? Pause? Warum pausiert? Lauf los, mein Freund. Wir brauchen das Uran. Das Schiff kann eigentlich nochmal hier schnell schauen, wegen, was ist das? Eine Kohlemine. Wie viel wir noch zum Freikämpfen rein theoretisch haben, ne? Hier. Ist das ein Kalksteinbruch? Hier ist ein Quarzbergwerk. Aha, da hinten ist noch was. Holy shit. Erkundet gerade, okay. Bedeutet aber, der Freund da hinten sollte bald mal losfahren können. Ah ne, der wird wahrscheinlich warten, bis er ein bisschen was bekommen hat. Also viel brauchen wir gar nicht, oder?
Ah, jetzt sind wir im Kampf. Schauen wir, wie unser Schiff sich hält. Zack, 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 zack. Oh, wir halten uns echt gut. Was ist dahinter? Ein Steinbergwerk. What? Wer braucht denn so einen Scheiß? Ja, aber zurück zum Thema. 18 macht 18 von beiden. Die zwei gehen da rein. Raus kommt 9 Yellow Cake. Der Yellow Cake wird in 4,5 hier aufgeteilt. Und die 0,75 werden dann jeweils hier rein, um 3 Uranbrennstäbe zu machen. Und er braucht 0,5. Das ist halt die Frage, ob man es irgendwann losschickt. Für die erste Batch oder einfach, ob man einfach wartet. Ich finde es Wahnsinn, was hier abgeht. So ein Gewusel. Sand haben wir uns auch hier voll gemacht jetzt. Schau, wie voll das alles wird. Das ist so brutal. Das ist alles wegen einer Idee, wegen einem Projekt, wo ich gesagt habe, oh, das probieren wir mal. Schauen wir mal, was rauskommt. Wahnsinn. Großlaster bemüht sich, das Ziel zu finden. Wo willst du schon wieder hin? Lass mich raten. Zu meinem Lieblingsprojekt. Kann ich nicht sagen, die Großen sollen das nicht machen. Die Großen sollen das nicht bitte beliefern oder so. Das wäre eine schöne Sache. Wie läuft es eigentlich hier drüben? Ich habe das Gefühl, wir sind hier immer noch... Ach ja, das da hinten ist bummvoll. Interesting. Kupfer sollte jetzt auch gleich Stück für Stück nachkommen. Die zwei Bagger kümmern sich wieder drum. Aber auch spannend, die Bagger gibt es seit Anfang an. Die zwei Bagger baggern sich jetzt schon seit Ewigkeiten hier durch. Absolut kein Problem. So. Ich wollte mir mal anschauen, Wasserstoff. Eine Wasserstoffanlage ist ja rein theoretisch eine reine Sache, die... Obwohl, beim Atomstrom, wenn wir genug Wasser produzieren, ne? Also genug Dampf, normalen Dampfwasser, könnte man aus dem Dampf, der hinten aus den Freunden hier rauskommt, eine Anlage machen für Wasserstoff. Weil das Einzige, was wir dazu benötigen, sind Elektrolysegeräte. Ich glaube, der Aufwand durch Ammoniak ist ein komplett falscher. Also im Grunde ist es das Einzige, was es ist. Wir nehmen davon ganz, ganz viele. Also echt ganz, ganz viele. Das wird eine Riesenanlage, ich sag's euch. Planen müsste man das, denke ich mal, ungefähr so. Jetzt nur mal zur Demonstration sozusagen. Wie ich es in meinem Kopf vorsehe. Flippen. Achso, ich muss einfach rotaten. Macht keinen Unterschied, wie rum. Hier führt eine Rohrleitung 3 rein. Warum Rohrleitung 3? Einfach damit wir viel produzieren können. Das braucht zwar nicht viel, aber ich will einfach so Effekt. Das ist die ganze Hauptelektrolyseanlage. Es ist so bescheuert eigentlich, wenn man sich das anschaut. So, ihr kriegt alles aus und das Einzige, was ihr macht, ist das hier. Ihr sollt immer als Priorität eure Ausgänge sehen. Kann ich mit Sauerstoff eigentlich mehr machen?
Ich habe mir gar nicht die Sauerstoffleiste mal wirklich gleich angeschaut. Weil Sauerstoff ist ja eigentlich. Ach, schau mal hier. Ein Wasserstoffreformer. Da brauche ich ja Dampfhöchstdruck. Damit könnte man 36 machen. Und wieder dampfdrucklos, mit dem du wieder rein theoretisch Wasser machen könntest. Da kann ich mit Sauerstoff etwas bewirken. Ich kann Ethanol damit machen. Leider nicht so viel, wie ich gewünscht hätte. Ich habe mir eigentlich gedacht, so rein theoretisch ist es der Sauerstoff ein Brandbeschleuniger oder Brandverstärker, weil frischer Sauerstoff ja viel bringt. Mein Gedanke war jetzt im Grunde, was ist, wenn ich dem kleinen Zusatz gebe in dem Fall? Aber anscheinend ist es nicht gewünscht. Also im Sinne vom kleinen Zusatz, dass ich. Dass man. Jetzt habe ich mich gerade selber rausgebracht. Kleiner Zusatz, in dem man, Mensch, Meier, grüß Gott und auf Wiedersehen. Mein Hirn. Mein Hirn ist gerade echt einfach lost. Zusatz, in dem man sozusagen, jetzt habe ich wieder, eine Kohleanlage befeuert und Sauerstoff zuspritzt, um diesen Verbrennungsprozess zu verstärken. So. Haben wir schon die erste? Ne, haben wir noch nicht. Da wird wahrscheinlich relativ wenig produziert, ne? Jetzt ablegen, bitte. Bringen wir mal ein bisschen was. So, zurück. Ach, brauchen wir natürlich auch dann Rohre. So. Ah, da müssen wir es eigentlich andersrum machen. So. Jetzt kann ich natürlich das nicht komplett kopieren in dem Fall, obwohl doch kann ich sogar. Flippity flip. So. Und das wäre ein Modul einfach. Und dann kommt sozusagen da, wo der Sauerstoff herkommt, geht in dem Fall. Das Ganze wieder zurück und damit hätten wir einen Reformer. Und somit könnten wir ganz viel Wasserstoff produzieren. Weißt du was? Ich tue mir das jetzt mal hier schnell in meine Kopie hier rein und nenne das Wasserstoff. Module V1. Wie Ausrufezeichen, genau. Und platziere das gleich mal hier unten. Wie gesagt, es ist ein Pilotprojekt jetzt gerade. Deswegen wird das hier auch relativ simpel aufgebaut. Wie gesagt, die haben Priorität. Und eine rote Leitung. Das ist einfach, damit es zusammenpasst, wie es sein soll. So. Es wird natürlich ein Fahrweg drüber gebaut, absolut keine Rede drumherum. So. Oh, die brauchen, glaube ich, relativ viel Energy, wie es ausschaut. Ah, cool, haben wir auf Lager noch.
So, hier ist auch schon... Also ich habe alles pausiert, ne? Pausierung aufheben, Pausierung aufheben, Pausierung aufheben. Ich brauche mehr Mitarbeiter. So sah es aus, glaube ich auch. Aber rein theoretisch sind hier, ist hier jetzt schon Wasserstoff drin. Und wenn wir jetzt einfach sagen, für Testzwecke setzen wir hier 3 Tanks hin. Dann haben wir da mal ein Testprojekt. Mit dem Atomreaktor sollte ja auch die Energiegewinnung ein bisschen höher und besser laufen. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen Wasserstoff drin. Wie gesagt, wir sind hier auf einem ganz falschen Weg aktuell noch vom Energieprozess noch hier. Deswegen kann das noch gar nicht funktionieren. Ich möchte dich vielleicht auch energiemäßig, will ich die mal ganz unten ansetzen. Ihr braucht Energie da, wo es nicht... Ach, schön, ich kann hier gar keine Elektrizität einstellen. Dann werde ich... maximal eine Anlage fürs erste Mal anlassen. Wie gesagt, die Idee dahinter ist ja, dass wir sozusagen in Zukunft dann mehr produzieren von. Wir werden uns anschauen, wie das läuft. Wir werden aber auch jetzt erstmal die Stadt aufwerten, weil... Ernsthaft? Das kostet so viel? Holy shit. Das hat unsere ganzen Vorräte gerade gefressen. Nicht schlecht. I'm impressed here. Und dies Island. Dann pausieren wir dich auch nochmal. Wir laufen an einem sehr, sehr harten Limit aktuell. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel die Anlage hier unten aktuell nicht alles benötigt, was läuft. Interessanterweise scheint das Lager nicht mehr voll zu werden. Und das scheint am Glas zu liegen. Ein Teraflop scheint nicht zu laufen, weil uns die Energie hier oben ausgeht. Okay, es braucht fast 1 Megawatt. Wir sind halt jetzt auch echt gewachsen. Wahnsinn. Man glaubt ihm, es passiert nichts, aber es passiert doch relativ viel. Bin immer erstaunt, dass wir nahrungstechnisch so extrem gut dastehen. Das finde ich nicht schlecht. Dann ist hier die Pause mal vorbei. Hier die Pause mal vorbei. Oh, jetzt sind wir schon unterbesetzt. Vorteil ist natürlich, die Bereiche, die jetzt schon ready to go sind, wie viele Mitarbeiter braucht denn das Ding? 80. Holy shit. Ah, der Tank ist voll. Hoppala. Ich hätte die Röhre mal irgendwann pausieren müssen, ne? Beziehungsweise einfach abreißen. Einfach abreißen. Wo habe ich das? Ist schon das hier hin. Und weg damit. Braucht keine mehr. Gut. Wahrscheinlich sind auch schon die ersten Sachen, oder das kann man auch mal abliefern lassen. Ah, du hast gar keinen Sohle-Prozess. Weil das hier unten reinkommen sollte. Sohle.
Kann mir irgendjemand von irgendwo schnell Sohle liefern? Haben wir doch bestimmt noch irgendwo auf Lager, oder? Sohle brauchen wir in bestimmten Prozessen gleich immer noch. Oder produzieren das sogar teilweise freiwillig. Ich kann höchstens für ein schnelles Etwas hier eine kleine Röhre anschließen. Dann haben wir hier ein kleines Sohlebecken für Notfälle. Sohle drin. Oho. Ich habe schon wieder eine Krankheit. Damit. Wenn die Sohle drin ist, dann läuft es nämlich. Das Problem ist, dass sozusagen das ein Zyklus beinhaltet und das relativ viel Schlacke produziert. Und deswegen kriegen wir gerade kein Yellow Cake raus. Oder haben wir schon produziert? Ja, haben wir echt schon. Und bei dir habe ich vergessen, den Stahl reinzuhauen. Ja, wieder, das ist wieder dumm. Ja. So, flaches Förderband 2. So, wir brauchen hier noch einen. Ein Main-Lager. Wo ist es denn? Wenn ich mal wieder komplett lost bin und einfach nicht mehr weiß, wo ein normales Lager ist. Da waren doch gerade 90 drin. Gib mir die 90. Give it to me. Ach komm schon, Produkte. Dankeschön. Flaches Förderband 2. Hä? Ich hab'n Schütt. God damn it. Gut, jetzt hat. Ja, das kann passieren. Hier muss. Wo ist es denn? Wo ist es da? Stahl. Mal halb voll oder so. 14, komm schon. We can do it, we can do it. Wir werden jetzt hier mal einen kleinen Schüttgutlader hin noch stellen. Fürs Erste. Einfach nur, dass es abtransportiert wird. So, er hat jetzt, wie scheint, Sohle schon. Problem ist, wir haben jetzt zu viel Wasser. Ich habe übertrieben. Aber das heißt, rein theoretisch wissen wir jetzt wieder eine Schwachstelle. Schwachstelle ist jetzt hier drin. Die müssen wir jetzt schnell ausbauen. Und sagen, wir machen hier eins von die rein mit Priorität auf 4. Aber wenn was ist, und das sollte eigentlich nicht sein, das ist eine rein theoretische Aussage. Wenn was ist, kippen wir es ins Meer. Wo ist es? Abwasserrohr. Das mit Frischwasser. So. Da geht es nur darum, dass wenn, dann, damit die Produktion weiterlaufen kann. Da muss auch keiner hinkommen. Aus. Und das ist angereichertes Uran und das soll wertvoll sein.
Man könnte mal Stahl liefern. Oh, da kommt schon Stahl. Das sind die ersten Stahlplatten und davon brauchen wir eh nicht so viele. Dafür sind aber viele gekommen. Holy shit. Gut, jetzt halt kommen die ersten Energieprobleme. Ich will sehen, wie dieses Lager funktioniert. Ich glaube, das müssen wir heute nochmal machen. Immer noch so wenig Arbeiter. So, rein theoretisch müsste es ja bis hier ins Lager kommen dann, oder? Wenn es fertig ist. Wie viele sind jetzt hier rein? Ja, hier laufen schon die ersten 4 Brennstäbe direkt ins Lager. Uranbrennstab. Ah, er fährt ab, okay. Er kann schon wieder was holen. Das Lager ist lustigerweise schon wieder leer. Haben wir schon so viel wieder verbraucht? Oder ist die Menge einfach so extrem? Kohle scheinen wir aber immer noch sehr gut dabei zu sein. Das ist super. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich den einfach einschalte. Aber mir fehlen halt ein paar Mitarbeiter. Komm mal, komm schon. Die paar kriege ich jetzt noch. Ich habe jetzt schon wieder 10 Minuten überzogen, aber ich will für heute einfach den Titel haben: Atomenergie. Einfach so simpel: Atomenergie. Das ist richtig kurz, knappes. Danach, wenn wir uns die Gedanken drum machen, wir das Ganze hier verarbeiten. Da kommen wir schon wieder. Jetzt nimmt das mit den Schaufeln, oder? Ja. Ich finde das. Also, das Einzige, was man hier verbessern könnte, wäre, dass sozusagen er wirklich reingreift und was rausholt. Aber das ist halt wieder pingelig auf höchstem Niveau. So. It's open! Wir haben 15 auf Lager. Inaktiv. Der braucht mehr? Really? Holy shit! Aber jetzt läuft wenigstens die Produktion an und ist schon wieder leer. Ah ne, er nimmt ja so stückweise raus. Muss ich auf mal einschalten, oder? Und dann. Oh, jetzt fährt er hoch. Oh, er fährt hoch. Oh, er fährt hoch. Okay. Ich kann ihn auch mal zwei schalten, ne? Oh ja, schon. Reaktorwärme. Priorität, hoppsala. Und er müsste jetzt das Lager vorangehen, weil wir nichts brauchen. Und da die noch keinen Meerwasseranschluss haben, wird das Ganze aktuell verqualmt. Also alles gerade ein Testlauf einfach. Oh, wie schön der leuchtet. Guckt euch das an. Gleich mal F11 machen. Und dann Picture so rein. It's shiny. It's shiny, boys. Also es ist offiziell. Wir haben unsere ersten Reaktoren und wir sind an der... Oh. Ah, ne. Sozusagen, da dürfen wir hin auch. Jetzt hatte ich kurz Panik. Aber wir scheinen noch genug Wasser zu haben. Jetzt müssen wir nur sozusagen nur noch die ganze Energie nutzen, die wir hier rauskriegen, weil aktuell wird es ja gelagert. Wir haben 11% gelagerte Energie. Um das dann Ganze umzusetzen. Da passiert, dass wir es in Dampf umwandeln komplett. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben gesehen, es funktioniert. Unsere Anlage ist in Betrieb.
und kommt gut voran. Wir müssen vielleicht ein paar mehr Uranbergwerke noch finden, um das Ganze ein bisschen besser vom System her zu machen, weil aktuell sind wir noch nicht perfekt. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.